Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Airmod. Ja, ihr seht, mitten in der Nacht, ich habe hier mal so eine kleine Fläche hingezaubert. Ja, ich wollte jetzt die Nacht hier eben fix durchlooten, deswegen schon mal die Aufnahme mal eben an mit euch. Einfach mal gucken, was wir hier... Nice. Was wir hier so rausziehen an Schematics. Sehr gut. Ja, ich weiß, das Gebäude ist natürlich auch ein bisschen overpowered. Ja, naja. Jetzt ist es erstmal drin im Mod. Oh, da krieg ich ein Auge. Krieg ich gerade auf die Fresse da. Muss doch mal in Zukunft gucken. Aber wie gesagt, erst spätestens oder frühestens Alpha 17. Ja. Doch gelesen. Dass man dann sowas... vielleicht nochmal optimiert. Aber da müsste ich dann selber Hand anlegen und hier ein paar Boxen einfach... oh, geil. Ersetzen. Ich werde auch direkt... ich habe hier halt eine Kiste einfach mal unter die Decke genagelt auch. Na, man weiß ja nie... so, können wir direkt schon mal hier für den Händler eine hinsetzen. So, zack. Ja, alles gut, Muni. Ich weiß nicht, ob das mehr Zombies anlockt wie die Fackel oder weniger. Ich kann es euch nicht sagen. Der Taschenlampe. Das Painting-Zeug, ne? Oh, Lucide ist natürlich... ja, absolute Hammer für uns. Also, da können wir natürlich mit abgehen. Dann will ich auch direkt schon mal reinziehen hier, bevor der gleich reinkommt. Immer schon. Immer hier die Scheiß... wir haben dann Fässer weg. Hammer, also so viel Glück habe ich noch nie gehabt in den Regalen. Also da habe ich ja sonst immer echt hauptsächlich Nieten oder Papier drin. Ne? Das ist jetzt schon echt hier für meine Verhältnisse. Schon echt Bombe, was hier gerade abgeht. Wenn das jetzt mal mit dem... ja, fast die ganze Scrap-Rüstung. Wenn ihr das jetzt mal, falls ihr Multiplayer auch guckt, mit dem Multiplayer vergleicht, wie ich das Ding gelootet habe. Ich hätte mir nichts sagen sollen, ne? Ending mit toll. Ja, guckt euch das an. Ich meine, klar, ist jetzt nur Rüstung, aber hey. Wir haben Hunting Rifle, wir haben Shotgun, wir haben Crossbow, wir haben Lucille. Joa. Was soll ich groß hinzufügen? Wir können uns nicht beschweren. Ich sag's euch, Leute.
Also das ist echt. Ja. Sache, der sieht, der wird der sieht des Teufels werden hier in alle Richtungen. Also alles, was eine niedrige Wahrscheinlichkeit hat, tritt hier in dem Spiel in Kraft. Bin gespannt, wo das hinführen wird. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Erstmal, ich melde mich am Morgen wieder. Bis gleich. Ja, Servus, da bin ich wieder. Ihr seht kurz vor 6. Ihr seht noch 9 Minuten infiziert. Ich habe hier mal einen weggeschlagen. Werde das hier später hier auch noch machen. Na super. Und hoffen, dass das Ding runterfällt. Hat 3000 übrigens. Ja, ich habe jetzt extra nicht noch mehr gegessen, auch wenn wir hier schon was fertig haben. Ja, weil die Chancen relativ hoch ist, dass wir sterben werden mit der Infektion. Sei denn, ich bin jetzt Honig. Steht noch einer rum. Ja, ich wollte mir das noch mal angucken hier eben. Das sollte eigentlich gehen, es sei denn, die Horde kommt von da, dann könntest du dich eventuell drunter graben. Ach du Scheiße. Wenn die uns gehandelt haben, ist Ende. Boah. Jetzt haben wir aber Schwein gehabt. Hundehorde. Und das waren nicht wenige. Also, Betty. Hätte uns da nur einer gehandelt, wäre Ende gewesen, aber ich kann nicht so lange laufen. Mann, 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 ey. Da haut auch schon wieder irgendwas. Ja, schon wieder ein schneller Bandit. Das ist unglaublich, Leute. Ich habe die Hunting Rifle zu Hause gelassen. Mit 2 Schuss. Hätte natürlich mal hier das zu Hause lassen sollen, aber gut. Ist es halt so. Ich muss halt jetzt einen Tod so ein bisschen in Kauf nehmen. Also ich will es nicht, logisch. Aber wenn ich jetzt hier in die nächsten 6 Minuten keinen Honig finde. Wo stehen denn hier so wenig Stümpfe rum, ey? Ja, dann ist es halt so. Klar, ich kann dann nochmal dann danach in den Pilzshop rein. Da steht schon wieder Mandito, das ist nicht normal. Also das ist echt nicht normal. Muss alle 10 Meter Mandit stehen hier. Super, da unten ist ein Stumpf. Aber hier ist auch gar keiner. Unglaublich, unglaublich. Mir fällt mir nicht so ein zu dem Seed hier bisher. Und wir brauchen natürlich wieder Holz, Holz, Holz. Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Ach, komm, ich nehme dich mit. Du hast ja ein paar Mechanical Parts bei. Außerdem.
Kurz vor Level 5 sind wir. So, hier war auch nochmal ein Stumpf. Ja, gib her. Ich sag ja, Honig ist zu einfach jetzt zu finden. Nein, da findest du ein Winchester-Teil im Baumstamm. Ist klar, ne? Ist klar. Da sind auf jeden Fall noch Baumstümpfe. Ja, Ecke ist gar nicht schlecht, ne? Pinienwald, ihr seht, jede Menge Stonis, jede Menge Holz. Bisschen Tee auch rumstehen. Eine Mutti, die dich anschreit. Da hinten steht noch eine Mutti. Ja, ich bin halt immer noch mit mir am Kämpfen. Nehmen wir jetzt nochmal die Bibliothek. Wird ja passen, so wie wir die andere Folge beendet haben. Oder baue ich selber was? Wie gesagt, da will ich jetzt nichts Großartiges bauen. Ja, da ganz hinten war noch ein Stumpf. Einfach irgendwie 6x6, 7x7, einfach hoch, unten drunter ein paar Spikes. Nichts wirklich Wildes. So, dass wir da die erste Horde so ein bisschen machen könnten. Mann, Mann, Mann. Da ist nochmal einer. Also jede Menge Zombies, da hinten ist schon wieder ein Bandit zugange. Aber da hinten werden auch nochmal zwei Stümpfe. Ja, also so extrem habe ich das noch nie gehabt. Mit den Banditen. Das ist ja echt so, du gehst ein paar Meter weiter, zack, bam, Bandit. Oh, mehr Money. Kannst du dir sonst wohin schieben? Auch hier die Dicken, also. Sehr komischer Seed. Oh, da ist auch schon wieder ein dicker. Juti, das war's jetzt gleich. Da oben war nochmal einer, dann ist da unten nochmal ein Stumpf. Da hinten müsste ich mich mit dem Bandit anlegen. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Ja gut. Antibiotika können wir uns natürlich reinnageln, wenn wir jetzt keinen Honig mehr finden. Ich sage, da findest du eher Antibiotika im Baumstumpf wie in Honig. Also, das ist irgendwie echt hier der Seed der seltenen Sachen. Sekunden. Finden wir noch einen Stumpf? Da hinten sind nochmal welche. Ja, wir ziehen uns natürlich dann den Antibiotika rein, nimmt's auch weg, aber. Zehn, neun, letzter Stumpf und. Gut, dann hau dir das rein. Was war das für ein Geräusch? Ich meine, das Schöne.
Ja, jetzt haben wir natürlich Hunger. Nee. Ist ja ein bisschen gelaufen. Ist übrigens dasselbe Geräusch. Wie beim Kerl. Gut. Irgendwie ein paar Tiere wäre nicht schlecht. Geh doch da hoch. Gut, da klären wir natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen auf. Hoffen wir mal, dass wir hier vielleicht nochmal irgendwas Tiermäßiges finden. Am besten kein Wolf oder sowas, sondern mal ein Schwein oder ein Reh oder... Zu Hause habe ich natürlich Essen, ihr habt es ja gesehen. Aber wir sind jetzt schon einmal hier um die City laufen. Cowboy. Und eine Mutti. Muss ich beide mal mitnehmen. Vielleicht hat Mutti ja was zu essen bei. Er kommt auch direkt schon angewackelt. Nicht dich schlafen, Mutti. Hast du dir so gedacht, hä? Du Vogel. Ich muss so oder so auf jeden Fall nachher noch eine Menge. Oh, was heißt eine Menge? Ja, eigentlich schon eine Menge Holz machen. Das ist sehr gut. Ja, nein. Ich sag's euch. Guckt euch das an. Das ist unglaublich. Da noch drei Sachen. Wie selten ist das denn, dass der drei Sachen droppt? Ich meine, schön ist es, dass ich, wenigstens auch den Loot kriege, ne? Wenn wir schon das Pech haben hier, dass hier überall Banditen und alles. Der schießt einfach nicht so weit, der Bogen. Bleib stehen, ey. Nice. Knochenmesser mit. Ja, haben wir. Gut, muss ich mal gucken, was noch fehlt. Ein Schwein, glaube ich, ne? Oder nicht, Schweine hatten wir schon zwei. Warum ist sie denn auch nicht hier drin? Ne? Können wir die mal aktiv... Ja, irgendwie hat er die Zombies übernommen hier, ne? Wie ihr seht. Wo ich es angetestet hatte, hat er sie nicht übernommen. Muss ich beim nächsten im Auge behalten. Sonst muss ich da nochmal gucken, ey. Aber da bekommt ihr natürlich dann zu viele Punkte in zu kurzer Zeit, wenn das, wenn man die Punkte bei 1000 Zombies schon kriegt, komplett. Ach, du ahnst es nicht. Müssen wir mal im Auge behalten. Gut. Ja, jetzt sollte ich auf jeden Fall mal langsam, ich sag mal, bis hierhin und dann hoch zurück. Zur Not muss ich mir... Hau ab, ey. Zur Not muss ich mir hier gleich mal eben Campfire machen. Können wir auch machen, dass er mal ein bisschen was zu futtern kriegt. Der kommt her, Mutti. Weil ich das ja... Bisschen Moon am Stissel. So stark. Zack.
Es ist so teuer, ey. Komm, egal, mach's fertig. Mach es. Wenn wir hier dumm rumstehen, kannst du natürlich auch schon mal einen Baum fällen. Da ist ein Hase. Ja, wir brauchen natürlich deine Spikes, ne? Oh mein Gott. Dann gibt's da gerade mal 25, ey. Bedeutet also eine Menge Holz hier Holz. Ja. Das ist halt Bibliothek, das wird mich halt wieder Unmengen an Holz kosten. Deswegen schrecke ich da so ein bisschen zurück gerade. Ich meine, klar, wenn wir jetzt an Tag 4 zum Händler gehen, der hat da irgendwie, was weiß ich, wie viel da. Kann man sich das nochmal überlegen. Stoff haben wir auch. Können wir doch direkt mal... Ich habe gar keine Fackel mit, ne? Na gut, dann lass erstmal so. Sonst bitte ich gleich einen Slot mehr, wenn ich wieder Tierfett sammle. Kill schicken. Ja, Kill schicken. Ich mache mal jetzt den einen Baum hier noch eben. Wo ich mein Essen haben wir jetzt erstmal wieder gut. Trinken habe ich auch. Also alles tutti. Pipe wäre auch nicht so schlecht. Können wir aber zur Not wieder organisieren. Knochen kann auch weg. Eben so ein klein bisschen durchchecken hier. LED kann auch weg. Öl ist ganz gut. Hose können wir zur Not. Nicht nur zur Not. Können wir scrappen. So. So können wir noch ein paar Stümpfe looten. Das war ein Wolf. Da kommt schon wieder eine Mutti angetanzt. Wir können uns aber auch natürlich erstmal besseres Werkzeug machen. Und schon mal... ihn zünden. Jo, perfekto. Juti, den Ei noch eben. Dann gehe ich noch ein bisschen aufklären mit euch zusammen. Ja, wir looten noch ein paar Stümpfe. Nehmen noch mal einen oder anderen. Hier kommen gerade zwei Muddis an. Den einen oder anderen Zombie mit. Na, scheiße. Ja, komm her, du. Zack, weg die Birne. Jetzt bringst du aber zu essen mit, ne? Kommt der denn im Hals gehen? Nice. Ja, komm, haust du gleich rein. Gut. Ja. Warum nicht? Ja, muss jetzt nicht jeden Zombie hier mitnehmen. Solange wir Platz haben. Das Kleber ja nicht so verkehrt. Auf jeden Fall, Nesta ist hier. Ja, das kommt mir schon vor wie eine Wüste, ey. Euch das an, ey.
Dann bau da hier frei Haus. So, da sind wir auf jeden Fall gesättigt. Mit Wasser finden wir da bestimmt nochmal bei irgendeinem Zombie. Was ist das hier? Das ist ein Haus. Ich dachte, wir sind schon wieder in der Stadt. Ey, das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Eine Rocker-Lady. Nee. Brauchen wir nicht. Miniball können wir ja schon. Ja, könnten wir natürlich auch schon mal gucken. Fortstand kümmern. Ihr kennt das Spielchen, ne? Ich bräuchte aber eine Wrench, um an den Motor zu kommen und eine Batterie, aber Großen und Ganzen. Wenn du auf bist, nehme ich die beiden Regale hier eben mit. Was sind das denn für Kisten hier? Oh Mann, ich bin zerschrocken, ey. Geh weg, ey. Hau doch ab, du. Was macht er jetzt hier? Er haut durch die Tür oder was? Wo ich dachte, das wären jetzt irgendwelche. Da geht's zur City. Da geht's weiter. Gucken uns das andere Haus auch nochmal eben an. Aber sieht auch noch nichts Besonderem aus. Alkohol. Mhm. Zur Not. Immer mit. Zur Not, ne? Zur Not. Können wir uns den reinjagen? Na, ist auch nur so ein Kackhaus. Ja. Oh. Hau ab, ey. Ich gehe mal eben hoch und mache ein bisschen Schnee, dass ich ein bisschen Schnee mitnehme. Kann ich nämlich mal auch was abkochen. Ja. So. Können wir da noch irgendwas entbehren? Ja, warum scrap ich die ganze Zeit, wenn ich hier schon eine liegen habe? So. Jetzt haben wir so viele Taschenlampen, ey. Jo, Leute, ich werde jetzt hier mal Cut reinhauen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier ein bisschen Schnee schippen. Dann mache ich, gehe ich runter. Da vorne war Clay. Nehme ich ein bisschen Clay mit. So, ja. Weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken, wie ich den Lust an Down habe. So, max 500 Clay. 500 Schnee. Da mache ich noch ein bisschen Holz. Und wenn ich mich dann wieder aber Richtung Heimweg mache, melde ich mich nochmal. Ja, so machen wir es. Also, bis gleich. Servus, Leute, da bin ich nochmal. Ja. Ihr seht, 50 Spikes, 310 Holz haben wir noch, 408 Clay und 472 Schnobelle. Die sollten wir natürlich mal reinpacken. Die könnt uns ja den Arsch retten. Ansonsten seht ihr, ich habe hier noch ein paar Steel Arrow, Shotgun Shells gefunden gehabt. Beziehungsweise vom Zombie gelootet.
Alto Belli. Wollen wir jetzt aber schreien, dass es bergab geht. Sonst hätte er uns locker weggemacht. Junge, Junge, Junge. Ein Schocker nach dem anderen hier. Ja, ich habe auf jeden Fall den Händler nochmal angepasst, weil das ist natürlich eindeutig zu viel, wenn er da irgendwie 6000 Concrete hat. Die Range war eigentlich eingestellt von 200 bis 2000. Habe ich jetzt einfach mal auf 50 bis 200 gemacht. Weil das ist natürlich buggy, wenn er da gleich an Tag 1 6000 Dinger da hat. Also wenn es dann jetzt so buggy ist, dann hätte er jetzt maximal 600 da. Ich denke, das ist dann in Ordnung. In der Regel wird er dann so um die 200 da haben. Ja, ich habe alles halt ein bisschen reduziert, was ja anscheinend echt buggy ist, dass er mehr da hat, wie da eingestellt ist in den Dateien. Deswegen habe ich es einfach alles ein bisschen runtergesetzt, weil so ist natürlich der Händler dann auch overpowered. Macht ja auch keinen Sinn. Aber dass man an ein bisschen Concrete-Mix kommt, ich habe gar keinen Schlafsack, der dich hält. Und ich habe auch gar keinen Zeug, ey. Da haben wir jetzt bisher echt Glück gehabt. Ja, wie gesagt, solltet ihr den Mod-Launcher nehmen. Ich habe gesehen, der lädt ja jedes Mal, zumindest wenn ihr den Haken drin habt, den Mod vom Spiel neu runter. Von daher solltet ihr das automatisch aktualisieren. Da ist ein scheiß Hund, ey. Ich weiß immer noch nicht, wo die scheiß Bibliothek war. Ja, ansonsten müsst ihr nochmal runterladen, nochmal drüber bügeln. Es sei denn, ihr wollt das hier. Das war so klar, dass wir jetzt so nicht finden. Sei denn, ihr wollt, dass der Händler so viele Ressourcen da hat, dann könnt ihr es natürlich auch so lassen. Ich für meinen Geschmack, ja. Ich meine, ich habe jetzt davon profitiert mit dem Concrete Mix. Ich denke, ich werde davon noch die Hälfte dann wegdroppen gleich. Cobblestone habe ich gelassen bis maximal 1000. Warte, von hier bin ich gekommen. Da müsste doch hier die Bibliothek sein, oder? Hier mal Ecke rum. Wie gesagt, Cobblestone ist in Ordnung. Wenn man am Anfang aus Cobblestones baut und sich da das Steingekloppe und das Klägefarme spart, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn man... Aha. Wenn man aber direkt an Tag 1, 2 irgendwie da sich schon eine dicke Base aus Stahlbeton herstellen kann. Weil man halt das Glück hat, den Händler so viel da hat. Ist natürlich nicht Sinn der Sache. Von daher, ja, ladet euch den Mod nochmal runter. Ich werde auch noch eine Ankündigung machen. Und ich werde das jetzt nochmal eben mit den Zombies testen, warum er so weitergezählt hat. Ich habe da eine Vermutung. Und dann ist das auch noch gefixt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am nächsten Morgen wahrscheinlich erst wieder. Bis dann.